Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Legend of Zelda Twilight Princess. Und letztes Mal haben wir den Tempel abgeschlossen. Und ja, es gibt hier noch ein Item, was wir uns holen können. Eventuell sogar. Na gut, wir haben uns eh noch den Schild geholt, aber es gibt noch mehr Items. Ah, hier sind Goronen nämlich jetzt. Oh, vielen Dank, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht. Da müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinem Rücken steigst, schleudere ich dich bis zur heißen Quelle am Hotel. Nee, brauche ich jetzt gar nicht. Na gut, aber wenn du nochmal nach oben willst, sag Bescheid. Ich schleudere dich dann gerne hoch. Okay. Wir haben jetzt ein paar Shotcuts. Gehen wir erstmal in den Bombenladen, ob es da was Neues gibt. Aber ich glaube noch nicht. Ein anderes Item habe ich da gerade im Kopf. Ja. Ah ja, genau. Perfekt. Oh, hallo. Na, wie wär's? Aber alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn du nur das Lager nicht abbekommen hätte, wird bald wieder mehr geben. Zieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Können wir schon kaufen? Aber du hast gar keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe da gerade mal 120 Rubine, eine prall mit Bomben gefüllte Tasche als Prämienpackung angeboten. Noch nicht, aber gleich. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Das werden wir nämlich brauchen. Bomben und Zelda und so. Aber es gibt noch einen Ort, wo man ein paar Rubine bekommt. Da. Okay, wir hätten uns auch einfach hochschleudern lassen können. Aber wenn wir jetzt eh schon hier drin sind, richtig. Einmal können wir noch. Achso, ich kann ja nicht mehr rollen damit. Ich wollte nochmal den Schrank umschmeißen. Das geht nicht. Oh. Scumbag Link. Failed. So, wir sind hier oben. Nämlich da auch. Rein theoretisch müsste es da oben jetzt noch ein Item geben. Bin ich sicher, ob es jetzt schon da ist. Hi. Oh, man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Feuerberg zu bewahren. Willst du dich da oben mal umschauen? Tolle Landschaft da. Dann steig auf meinen Rücken. Oh ja, genau. Also dann, steig auf meinen Rücken. Cool. Boing. Sehr schön. Mit dem Zwerg da oben, das heißt, er ist schon da oben. Eins meiner könnte man fast schon Lieblingsitem sagen, weil ich damit sehr gern umgehe, auch wenn es nicht immer nützlich ist oder so. Hey. Oh, Link. Ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Aber ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Da ist es, Link. Kannst du mir nicht beibringen, wie man es macht? Es würde schon reichen, wenn du mir zeigst, wie du schießt. Bitte. Na gut. Ja, super. Da von den Brunnen steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeig's mir von dort aus, okay? Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeilen Bogen umgehen? In Ordnung habe ich doch noch nie mit Bogen gesehen. Naja, egal. Versuch erstmal, das zu treffen. Bam. Ah, na schön. Das war natürlich viel zu einfach. Wie war es denn damit? Bam. Hey. Hier oben. Als letztes versuch das hier zu treffen. Das kriegt man normalerweise nicht hin. Wir sehen es ja nicht mal richtig. Ich möchte nicht alle Pfeile verbrauchen, damit. Wow. Ich habe getroffen. Cool, Wahnsinn, du hast getroffen. Danke, Link. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Ein Herzteil. Oh, okay. Hab ich jetzt nicht erwartet. What the fuck? Ich war mir sicher, ich kriege hier was anderes. Muss ich denn nochmal hoch? Hä? Ein Herz. Ja gut. Okay, gut, dass ich das Herzteil habe, weil das habe ich jetzt hier nicht erwartet, aber ich habe ein anderes Item erwartet. Come on. Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Es bietet sich wohl schon wieder zum Verkauf an. Das solltest du. Ja, bla bla bla. Ja, möchte ich gern. Auf deinen Rücken, bitte. Boing. Au. Auch da. Was passiert, wenn wir nochmal mit ihm reden? Geht das auch andersrum? I am confused. Vielleicht kriegt man es auch erst später dort.
Item. Das ist aber eigentlich ein Item, was sehr cool ist in Kombination mit dem Bogen. So. Hi. Ja, danke. Hoch da, Link. Sehr schön. Und direkt in die Leiter. Skilled. 5 Herzen haben wir schon. Los, Navi. Navi. Egal. Hi. Unglaublich, Link. Du kannst mit dem Schwert und mit dem Bogen umgehen. Super. Ich wünschte, ich wäre auch bald erwachsen. Was anders kann ich zwar noch nicht, aber zumindest werde ich weiter hier Wache stehen. Okay, damit. Dann geht's wohl noch nicht. Loslassen, bitte. Da rein. Da. Aber immerhin ein Herzteil bekommen. Und wir holen uns gleich noch Bomben. Ist hier drin. Eine Schatztruhe. Mit Rubine. Genau das, was wir brauchen. Für die Bomben. Das holen wir auch gleich noch. Hopp. Ah, ich möchte nicht alle zersprengen. Für einen Rubin. Nope. Raus da. Du. Ist keine Musik in dem Raum. Geht doch nicht. Und hops. Au. Ah, das war's wert. Jetzt muss ich gleich hier hin. Dann kriegt man das wohl erst später, was ich denke, dass man bekommt. So. Bomben, ja. Alter, Bombentasche, 120, ja. So ist das. Na dann, viel Spaß mit meinen exquisiten Bomben. Und ich habe sie wirklich alles selber gemacht. Noch was, wenn du Bomben in Kombi mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief, da findest du alles genau beschrieben. Kannst alles nachlesen, wenn du willst. Jetzt die Bombentasche. Sehr nice. Und er hat auch gesagt, eine Technik, die man, glaube ich, nur in Link's Awakening noch machen kann. Wenn ich mich da irre, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Man kann nämlich hier schupp, kombinieren. Dann hat man nämlich Bombenpfeil. Richtig cool. Und jetzt geht's dann aber gleich erstmal ins nächste Gebiet. Mit den Bombenpfeilen kann man nämlich tolle Dinge machen, wie... Na gut, die Dinger kann man sowieso erst mit Bomben sprengen. Aber die oben da zum Beispiel... Da oben ist nämlich auch ein Herzteil, was wir uns jetzt aber noch nicht holen können. Das können wir noch sprengen. Laute Musik ist laut. Huch. Genau. Hier sind Hühner drin. Die möchte man sich mitnehmen, denn Twilight Princess ist echt so eine Sammlung von den coolsten Techniken aus jedem Zelda-Teil. Es gibt nämlich noch ein anderes cooles kleines Detail, was man hier machen kann. Und zwar, wenn man hier oben ist. Okay. Doch noch nicht. Dammit. Ich dachte, man könnte es hier schon machen, aber egal. Schüpp, man kann fliegen. Blub. Ah, die kann auch ganz gut schwimmen. Nur unter Wasser, also tauchen können wir leider nicht. Das lernen wir später. Kann ich jetzt so viel schon mal spoilern. Man sieht ja, da unten ist noch was. Kommt man aber noch nicht hin. Schipp, aber man kann hier nur hoch. Ja, nur hoch, wenn man mit den, wenn man von da hinten hingeht. So. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Durch das Nordtor. Hoppla, 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 hoppla. Und über das Tor, bitte. Sehr schön. In die Ebene. Und ich kann gleich mal sagen, bald... Also sagen wir es mal so, Twilight Princess hat, finde ich, die stärkste Geschichte von allen Zelda-Teilen. Die am ausgereifteste Geschichte, so rum. Hallo Link, ich habe Post für dich. Ich habe hier 3 Briefe für dich. Wow. Okay. Sehr schön. Alles wäre erledigt und ab die Post. Ich finde ihn cool. Man kann ihn dauerhaft töten, übrigens durch einen Glitch. Aber den mache ich natürlich nicht. Briefe.
Drei neue, lieber Freund, Tante, ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine frohe Zeit miteinander verbracht. Sogar mein Liebling hat seit langer Zeit mal wieder gelächelt. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Aber die Tante und ihr Liebling reisen weiter. Die Welt ist groß und es gibt viel zu entdecken für Kreaturen wie uns. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann einmal wieder. Mein Liebling und ich, wir würden uns beide sehr freuen. Also bis dahin, Tante. Okay, dringende Nachricht. Maros Laden. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig, auch für einen Kauf. Anschauen kostet nichts, aber nur bei der zahlenden Kunden wird bei uns König. Okay. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Willkommen zum Pfeiler. Kennen wir. Passt. Ups. Was? Es gibt nochmal ein Item? Das müsste doch das Schild gewesen sein. Ich bin mal noch ein bisschen gespannt, aber ich glaube, das war nur der... Das Schild. Ich schaue trotzdem nochmal nach, weil man weiß ja nie, wenn es wirklich ein gutes Item ist, möchte ich es natürlich haben. Sip. Man kann ja generell ein paar Items mit einem Pfeil kombinieren. Werdet ihr noch sehen. So schön. Maros Laden. Sip. Hi. Gibt es noch irgendwas Besonderes bei dir? Hey, Link. Ah, Falkenauge, das meinte ich. 100, okay. 100 holen wir uns schnell, schätze ich mal. Im Tempel wäre noch einiges an Geld, aber da müssten wir jetzt hoch. Kommen wir später schneller hoch. Nö, wir reiten einfach über die Steppe und schauen, was wir finden an Münzen. Ah ja, bla bla bla. Ja, das kennen wir doch schon. Da. Gehen wir mal südlich raus. Geht das auch? Weiß gerade gar nicht mehr. Das Falkenauge holen wir auf jeden Fall auch bald, weil das ist echt cool. Zip, hopp. Sehr schön. Man kann doch hier auch nördlich raus, richtig? Oder kommt man hier nicht? Moment. Hier ist kein Ausgang. The fuck? Ist da irgendwas? Rubine! Rubine! Ja, ja, bla 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 bla. Der war Rubin. Ja. Schon mal 60 Rubine. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo was finden. An Geld. Dann holen wir uns gleich das Falkenauge und machen den Rest nächste Episode. Ah, da kann man doch noch raus. Okay. Da kann man nicht rüber. Ah. Dammit. Ah, ich habe noch Bomben. Oh, es regnet. Cool. Ja, es gibt Wetter hier. So. Wir haben ja noch Bomben. Passt schon. Bam. Oh, man kann direkt von hinten aufs Pferd aufsteigen. Das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Mann, was man alles wieder durch das Spiel lernt, wenn man es mal wieder spielt nach so langer Zeit. Ist echt schon wieder 2-3 Jahre her, wo ich es zuletzt durchgespielt habe. Also... Nicht alles weiß ich noch auswendig. Oh, die Steppe. Waren wir ja schon mal kurz und hatten einen epischen Moment. Oh, das sind fies, die Dinger. Sind noch irgendwo Rubine oder sowas? Ein kleiner Teich. Da kommen wir her. Okay, hier können wir Bomben zerstören. Oh. Hi. Lass mich in Ruhe. Hi. Bam. Nein, Epona, du bleibst da. Tut mir leid, dass ich dich gerade erschrocken habe. Aber du bleibst da. Ach, ein Rubin. Scheiß drauf, was gibt's hier oben? Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter, aber ich versuch's trotzdem mal. Schip. Hopp. Da hoch. Ich finde es schön. Also die Welt ist richtig geil in diesem Spiel und das Level-Design und alles. Einfach nur episch. Wie episch. Okay. Ja, von hier aus können wir nicht arg viel machen. Hier ist gerade ziemlich dunkel. What the fuck? So hoch. Ah, da brauchen wir Bombenpfeilen. Hoch. Können wir eigentlich...
Ah, dammit, wir brauchen Pfeile. Ah! Jetzt fehlt es tatsächlich an den Pfeilen. Und... Au! Pff. Okay, das war jetzt keine Abkürzung nach unten. Egal. Da brauchen wir Pfeile. Sobald wir Pfeile haben, gehen wir da wieder hin. Alles schon wieder verbraucht. Mensch, Mensch, bin echt schlimm. Ah ja, ich würde sowieso sagen, für diese Episode war es das dann. Nächste Episode schauen wir uns weiter um und so. Ihr wisst schon, ihr kennt den Trill. Falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Und ciao, Leute.